So groß wie dieses Jahr war die Airbit One noch nie. Jubiläums-Airbit One auf dem Flugplatz Neustadt-Glewe. Auf den Bühnen die großen Namen der Elektroszene. Die meisten zelten hier, ein Kurzurlaub vom Alltag. Diese Truppe hat als eine der ersten hier ihr Camp aufgeschlagen. Sie alle kommen aus Hamburg, wollen alle 5 Tage nutzen. 19 Uhr, die Party kann wieder starten. Mega geil natürlich mit der Optik hier, also ist schon ganz cool. Die letzten Jahre war ja auch immer riesige Bühne, dieses Jahr Deutschland als Thema, schon ganz schön geworden. Das Festival nicht nur für Tanzbegeisterte, eines der Highlights jedes Jahr. Das Outfit für einige fast so wichtig wie die Musik. Ja, aus Niederbayern kommen wir her, beziehungsweise aus Oberfranken. Aber die Stimmung, das ist ein Wahnsinn da herin. Also, hätte nicht gemeint, dass die Norddeutschen auch so feiern können. Und die Stimmung ist wie immer, aber es ist viel voller als die letzten Jahre. Also dieses Jahr ist so viel los und die letzten Jahre war es ein bisschen weniger. Die Musikrichtungen breit gefächert. Hardstyle, Techno, Hausmusik. Dazu aktuelle Charthits, alles neu durchgemixt. Neben den Bühnen ein Jahrmarkt für junge Erwachsene. Und sie zu schützen, zum Beispiel vor der Blue Punisher Droge, Ziel von Polizei und Veranstalter. Mit Erfolg. Bisher gab es hier keine blauen Pillen mit Totenkopf, so die Beamten. Airbeat läuft gut. Ja, macht Spaß. Richtig klasse, geile Leute. Und jeder ist völlig zueinander, so muss das sein. Alle genießen die Musik. Es sind mega viele Leute dieses Jahr gekommen. Der ganze Campingplatz ist restlos ausverkauft. Und besser geht's doch gar nicht. Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Ja, auf jeden Fall. Die Stimmung ist super. Die Leute haben Bock zu feiern. Und das macht auch Spaß, dann so hier 5 Tage zu verbringen. Deshalb mega cool. Und auf diesen Hauptact haben sie gewartet. Einer der erfolgreichsten DJs überhaupt, Paul van Dyk. Noch bis morgen früh um 6 Uhr wird in Neustadt-Glewe zu elektronischen Bässen gefeiert. Konfettiregen, Laser und Feuershows. Und dann ist die Jubiläums-Airbeat Geschichte.